Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einem neuen Part von Pokémon Silber im LPT-Style mit Kilian. Hallo, ich bin heute auch mal wieder mit dabei. Ihr habt mich zwar im letzten Part erst gesehen, aber egal. Ich spiele dafür heute nicht. Jetzt habt ihr die... Alter. Boah, du bist... Das ist ein Abra, das sieht aus wie ein Pantimos. Boah, bist du hässlich. Der Typ, der dich theoretisch nach Hause porten kann, wenn man hier weg will. Aha, theoretisch kann er mich aber auch gern haben. Obwohl, das sieht aus wie so ein alter Lüstling hier mal so. Ja, wir sind jetzt in der Liga. Du hast ja die Siegesstraße im letzten Part schon durchgedaddelt. Yep. Und um es zu zeigen, wir haben unser Team ein bisschen umstrukturiert. Fliegi ist mit dabei. Dafür ist... Ja... Garadon. Genau, dafür ist Garadon rausgeflogen. Fliegi kann kurz zeigen, wie man gesehen hat, fliegen. Ist ja auch logisch, ne? Ja, sonst würde nicht Fliegi heißen. Genau, Fliegen und Eissturm kann es jetzt. Noch eins runterkommen. Und Spike kann das Erdbeben. Ja, habe ich ja in der letzten Folge extra noch geholt. Genau, finde ich toll. Ja, ich finde es gut, dass sie einem das Erdbeben nochmal kurz vor der Liga so geben. Einfach so, hier Erdbeben, sonst schaffst du es ja nicht. Ich habe es schon oft ohne Erdbeben geschafft, aber... Hoffen wir mal, dass wir es nicht unbedingt brauchen. Ja, hoffe ich auch. Hier ist der Eingang, oder? Nee, da geht's nach oben. Der Eingang ist hinten, hinterm Markt. Aber ich glaube, wir müssen, glaube ich, vorhin noch ein bisschen einkaufen. Ich habe nämlich das noch auch gar nicht gemacht. Okay, dann gucke ich mal schnell. Hier sieht man doch, was man schon hat, oder? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mal ein paar Hypertränke und ein paar Hyperheiler und vielleicht ein paar Top-Genesungen. Das Geld reicht ein bisschen. Also wir haben 177.000, das... Ja, dann machen wir mal 15 hiervon. Und ein paar Beleber, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir können die ganz gut gebrauchen. Machen wir mal 10 davon. Ich meine, guck diesen Reichtum an, das ist... Hui! Aber auch Top-Beleber? Oh. Top-Beleber kann man nie kaufen. Also Beleber solltest du mindestens 20 mitnehmen. Ich bin bei sowas übervorsichtig, gerade wenn wir so hart unterlevelt sind. Okay, warte. Dann nehme ich nochmal ein paar mit. Das war, ich habe jetzt 15 genommen, ne? 10 hast du bis jetzt genommen, glaube ich. War das nicht 15? Ich guck mal gleich. Und ein paar Hypertränke schaden auch nie. Also ich meine, wir sind immer noch bei 100.000. Das, ich meine, wozu brauchen wir das Geld sonst noch? Um uns Nutten und Koks zu kaufen. Ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das wollten wir ja nach der Top 4 machen, ne? Ganz genau. Zur Feier des Tages. So, mal. Münzkorb, nein. Pokéball, nein. Bitterbeere. Ich hasse bittere Sachen. Hyperheiler haben wir 14. Wir haben 2 Sonderbonbons, die werden uns den Arsch retten. Ja, mit Sonderbonbons können wir notfalls auch wiederbeleben, wenn es sein muss. Ja, das ist auch geil. Dann hat er wieder 1-2 KP. Ja. 16 Beleber sollten eigentlich reichen. Top-Trank 11. Ein Topfbeleber, ein Topfgenesung. Wir sind voll ausstatuiert. Gut, dann... Da hinten geht's los und wir fangen dann an mit dem guten Willi. Der fängt übrigens mit einem Xatu an, also ich würde Jenny nach vorne schmeißen. Ja, warum nicht, ne? Stimmt, als erstes kommt der Psycho-Affe, das habe ich ganz vergessen. Tausch. Da ist die Jenny. Ja, dann auf ins Getümmel. Hi. Warte mal, ich quatsche mal von der Seite an. Was geht ab? Willst du ihn vorlesen? Soll ich das? Ja. Willkommen in der Pokémon-Liga. Gold. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Willi. Und habe einen kleinen Willi. Was, wer hat das gesagt? Ich habe bereits die ganze Welt bereist, um meine Psycho-Pokémon zu verbessern. Und schließlich habe ich es in die Top 4. Warte mal, schließlich habe ich es in die Top 4. Schön. Wir sind, ja. Geschafft. Ich werde ständig besser. Verlieren ist keine Alternative. Na, da bin ich ja mal gespannt, Willi. Zeig mal, was du drauf hast, alte Saftspritze. Top 4, Willi möchte kämpfen. Ich verkneife sämtliche Kommentare. Da kommt der Totem. Ich würde erstmal einen Donnerschlag reinzwiebeln. Ja. Der ist zwar eh schneller als wir, aber... Ach, wen juckt's hier? Donnerschlag und... Ach ja, stimmt. Da war ja was. Yeah! Juhu! Jenny ist dumm.
Jenny ist immer noch dumm. Und hat sich vor Doofheit selbst gehauen. Scheiße. Fängt super an, ich bin begeistert. Ja. Wir können ihm aber auch eine schöne Dauerwelle verpassen. Ja, das können wir. Ja, übertreib. Natürlich singt. Jenny ist immer noch dumm und geschwächt und haut sich immer noch selber. Warum schlägst du dich selbst? Das fängt super an, ja. Das ist... Boah. Scheiße. Warte mal, wo ist... Ich würde es da auswechseln, weil nachdem die Spezialverteidigung runter ist... Ah ja, die Verteidigung stimmt. Na, dann machen wir mal. Also, was du reinwechseln kannst, sind entweder Esther oder Fliegi. Beide kriegen spezielle Attacken gut gestemmt. Fliegi schafft es allerdings ein bisschen besser. Ja, deswegen lassen wir Fliegi mal hier Feuertaufe, ne? Tauschen. Ja. Jenny, genug, komm zurück! Das hast du sehr gut gemacht, wie du dich hier gehauen hast. Tja. Auf jeden Fall. Und bei Lugias... Alter, das ist ein epileptisches Feuerwerk hier. Lugias Spezialverteidigung spricht für sich. Genau, und dann machen wir mal einen Eissturm. Wow, ich sehe richtig die Schneeflocken aufblitzen. Ernsthaft? Ich würde einen Fliegen hinterher sitzen. Ja, warum nicht? Alter, diese komischen... Das sieht so grausam aus, ne? Ich möchte mal wissen, warum er uns jetzt nicht mal verwirren will, der Blödmann. Ja, das ist NPC-Dämlichkeit. Aber siehst du, wir haben es jetzt schön abgewehrt. Sehr schön. Bring es um, Fliegi! Bring es um! Juhu! Erfahrungsprobe für beide. Das ist sehr schön. Das ist, kommt wieder mit Rosanna. Da würde ich was Physisches reinsetzen. Rosanna hat eine ziemlich schwache physische Verteidigung. Da wäre doch... Spike? Ich würde fast Scarabu mit reinpacken, weil Spike ist ein bisschen langsamer als Rosanna und Rosanna kriegt Spike relativ leicht gewonnen, wegen gutem Spezialangriff und Spike ist dann nicht gut in der Spezialverteidigung. Scarabu hat eine super Spezialverteidigung, hat zwar auch eine Psychoschwäche, aber Spike hat die Eisschwäche. Aber Scarabu hat wenigstens noch eine gute Spätzdef. Okay, und es sieht schön aus wie... Rosanna lila ist, also... Hui. Das also, kann ich ruhig machen, oder... Ich würde fast mit einer Hornattacke angreifen. Okay. Das ist hier, glaube ich, noch das Effektivste. Und einmal mal hoffen, dass er das jetzt überlebt. Du hast gesagt, das müsste uns auch... Okay. Ja, Scarabon hat eigentlich eine gute Spezialverteidigung, aber das hat er anscheinend nicht überlebt. Es läuft. Weißt du was, schick Esther rein und knall ihm... Also das ist jetzt die Frage, Spitz oder Spukball? Ja. Das eine trifft seine schwache Verteidigung, das andere nimmt unseren starken Spezialangriff mit. Das ist jetzt die große Frage. Ich kann sie leider selbst nicht... Ich mach einfach den hier. Und? Meine Güte. Okay, Juhu, jetzt könnte ich einen Spukball machen. Es läuft doch. Das sah ja so total schäbig aus von der Animation. Wie so ein Gummiball. Ja, der Spukball. Was kommt denn als nächstes? Xatu. Was soll ich nur da reinwechseln? Ich weiß es nicht. Ah, ich wollte eigentlich auf Rukia gehen, verdammt. Ja, verklickt. Ja, verdammt, ey. Immer diese dämlichen billigen Controller. Da muss Fliege den Tag jetzt retten. Ja, auf jeden Fall erstmal in den Zinken. Das kommt genau. Mit einem Sternschauer. Ach komm, ey, du bist doch lame. Fliege ist dumm, das musst du mir nicht sagen, das weiß ich schon lange. Was wird Fliege jetzt dazu sagen? Er würde sagen, Junge, ich mach einfach mal einen Luftstoß. Ja, einfach mal hoffen, dass er durchkommt. Wenn er durchkommt, dann ist es tot. Nein, aber er haut sich lieber selber. Fliegi! Warum tust du das? Und dieser brachiale Schaden, natürlich. Ach, es wird ja keine AP verbraucht, das ist gut. Ja. Und Fliegi ist nicht mehr doof. Yay!
Hast du dieses Kamehameha gesehen? Alter! Ja. Es ist einfach ein Luftstoß. Mhm. So wie jetzt gemacht. Immer kräftig stoßen. Lamus. So wie der Willi es auch ganz gerne hätte. Ich würde schon auf Rukia tippen. Ja, hau Rukia rein. Wir müssen das Viech zwar relativ schnell totkriegen, bevor es sich mit Amnesie zu hoch boostet, aber ja. Jenny ist zu sehr geschwächt. Einfach ein Rasierblatt. Mhm. Junge, ich rasier dich weg, du komisches Kaugummi. Zack, 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 zack. Yay! Vielleicht kriegen wir ja ein paar Crits. Also Rasierblatt hat ja eine hohe Crit-Chance. Mhm, es wäre schön. Nein, böses Vieh. Aus. Wenn du das noch einmal machst, rasiere ich dich ohne Rasierschaum. Ach du Heiliger. Ja, jetzt hat er dreifache Spätzdef, aber einfach mal weiter Rasierblatt in der Hoffnung, dass ein Crit kommt. Oder soll ich ihn einfach Bodyslammen? Das überlebt er. Auch. Weil Lamas hat eine verdammt gute Def auch. Auch wenn seine Spätzdef mittlerweile stärker ist. Okay. Die Sache ist, mit dem Bodyslam kriegst du ihn wahrscheinlich jetzt genau so weit, dass sie, dass er einen Trank benutzt. Mit dem Crit. Jetzt kommt eh gleich ein Trank, wenn ich das richtig sehe. Also eine Top-Genesung. Dann hau ich ihm einfach mal einen Bodyslam rein. Was meinst du? Einfach mal ausprobieren? Ja, hau einmal rein. Mit ein bisschen Glück paralysieren wir ihn. Oh, er macht gar keine Top-Genesung. Okay. Vielleicht ist Lamus es nicht wert, Top-Genesen zu werden. Hm. Vielleicht ist er ja ein Arschloch-Trainer. Er macht nichts. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass der eine Top-Genesung kommt, weil normalerweise machen die NPCs das doch immer, wenn man die Viecher fast tot hat. Ja, spätestens wenn sie im roten Bereich sind oder ein Pixel vor dem roten. Ja. Sehr merkwürdig. Aber es ist ja auch nur Willi, der denkt wieder nur mit seinem... Kokowai. Kokowai. Was schickt man da rein? Der hat doppelte Käferschwäche, Pflanzenschwäche und Lichtschwäche. Komm, da würde ich sagen, wir beißen ihn mal. Ja, das ist... Beißen ist in dem Fall gut, weil Kokowai Spezialverteidigung ist schwächer als seine Verteidigung. Wie gut, dass ich mir gemerkt habe, dass Unlicht hier noch, ne, und so weiter. Voll gemerkt. Ja. Ich muss es dir nur immer wieder erzählen. Ja. Hey, aber hey. Hey. Und er ist zurückgeschickt. Ja. Nein, er ist ausgewichen. Das ist so dumm. Man könnte auch sagen, er hat sich die Wurzeln nass gemacht. Und Esther kriegt damit Level 37 und ist damit nach Fliegi weiterhin unser stärkstes Pokémon. Yeah! Ich hatte noch nie Psyana in der Top 4 von Pokémon Silber, Gold oder Kristall. Nein? Nee. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich mit einer Evolution hier in die Top 4 reingehe. Okay, cool. Und jetzt habe ich es weggedrückt. Nein! Mit dem Rest vom Text lese ich jetzt auch nicht mehr. Werde ich an meiner Überzeugung festhalten. Welche Überzeugung? Ich werde weiterkämpfen, bis ich besser bin als alle anderen Trainer. Gold, schreite voran und lerne die Grausamkeit der Top 4 kennen. Das einzige Grausame ist eure KI. Ja, das kann man wohl so sagen. Ja, die war wirklich... Pfui, Deivel. So, wo ist der Beleber? Ich bin gerade am Überlegen, mit was Kuga anfängt, aber ich meine, es war Ariados. Okay. Was empfiehlst du als Lied? Also, nachdem Ariados eine Feuer-, eine Flug- und, was hat er noch, Psycho-Schwäche hat und er arschlahm ist, wir könnten mit Esther leaden und einfach hoffen, dass der Psy-Strahl sein Übriges tut. Die Alternative wäre Jenny mit dem Feuerschlag. Daran habe ich jetzt gerade gedacht. Ich würde eher den Step Psy-Strahl von Esther mal richtig ausnutzen, weil den kann er erst seit kurzem. Er hat den erst mit Level 36 gelernt. Oh, na dann wird's Zeit, dann werden wir mal hier psychologisieren. Gegen Willi konnten wir den nur leider nicht wirklich einsetzen, weil, ich glaube, das erklärt sich von selber. Resistenz und so. Dann hauen wir mal Esther nach vorne. Esther ja. Phoenix. Ja. An den habe ich übrigens gedacht, als ich den Spitznamen für, dass ich mich für den Spitznamen entschieden habe. Okay. Mehr oder weniger. Ja, da muss ich die ganze Zeit schon dran denken. Ich würde mal sagen, wir werden den Hobby-Ninja mal von hinten anfallen. Ja, also Esther ist unsere größte Geheimwaffe gegen den Kerl, weil wir treffen ja mit Esther alles, was er hat, sehr effektiv.
Und das ist toll. Weil er hat ja wirklich ein reines Gift-Team. Ja, das ist schon mein Beileid. Ich warte darauf, dass du vorliest. Also, wie soll man das vorlesen? Wahahaha. Ja, einfach mal herzhaft lachen war sehr schön. Ich bin Koga, einer der Top 4. Da ich ein Ninja bin, lebe ich in der Dunkelheit. Ein komplizierter Stil wird dich verwirren und vernichten. Das wollen wir doch mal sehen. Verwirrung, Schlaf, Gift. Auch du wirst ein Opfer meiner hinterhältigen Strategie. Wahahaha. Mal gucken, wer das Opfer ist. Bei Pokémon geht es nicht nur um Kraft allein. Das wirst auch du noch herausfinden. Ja, dann brich mal an, Kollege Schnürschuh. Top 4 Koga Knoga möchte kämpfen. Mit Ariados. Yay! Ich hab's doch noch richtig gewusst, dass er mit dem anfängt. So. Einfach mal schön mit dem Psy-Strahl drauf. Bitteschön, mit besten Grüßen. Epileptik. Yeah! Esther, so muss das einfach laufen. Esther ist einfach gut. Ja, das merkt man. Die arme sechsbeinige Spinne hatte keine Chance. Was kommt denn, wenn jetzt Forstelka? Da würde ich jetzt Jenny reinwechseln und einfach den Feuerschlag draufhauen. Ja. Wenn man den schon mal hat, dann muss man den auch gnadenlos reinzimmern. Ja, vor allem bei Forstelkas relativ schwacher Spätzlef und der doppelten Feuerschwäche. Das wird ein One-Hit. Also gegen Koga habe ich nie Probleme gehabt. Ich auch nicht, das weiß ich noch. Koga war immer so der Einfache, so nach dem Motto, ich kann auch mit halber KP reingehen. Mach's gut, du alte Kastanie. Das einzig Schlimme an ihm ist sein X-Part. Ja, weil es höllenschnell ist. Ja. Aber das kriegen wir hin. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Esther vielleicht sogar schneller sein könnte, aber ich glaube, dadurch, dass es so ein hohes Level hat, ist er schneller mit dem Omot. Käfergift. Ja. Oh, krieg wieder einen drüber gebrutzelt und dann hat sich das. Was? Jenny ist sogar schneller als Omot? Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Ist doch toll! Ich meine. Ach komm, Alter, ernsthaft! Ich will mal den Vergleich setzen. Jennys Base Init ist bei 55, die von Omot ist bei 90. Und da sind 5 Level Unterschied. Dann musst du ein sehr, sehr schlechtes Init-Investment haben. Oder ist es einfach Speedtie? Speedtie kann ich mir jetzt sogar noch fast vorstellen, weil er ja jetzt vor dir angegriffen hat. Genau. Jenny ist dumm, todkrank, aber haut trotzdem drauf. Jenny hat's drauf. Ja. Blöde Motte. Fliegis Freundin ist viel besser als Fliegi selbst. So, wer kommt als nächstes? Slimog, da würde ich jetzt einfach wieder... Moment, Slimog... Komm mit Spike an. Der Slimog ist gut in der Spätzdef, in der physischen ist er zwar auch stark, aber nicht so stark wie in der speziellen. Ja, das kann man sich gut mit Smogmog merken. Ja. Slimog ist schlabbrig und hält Spätz gut aus und Smogmog ist schön knüppelig und hält physisch was aus. Einmal mal das Erdbeben reinzimmern. Ja, weil es ist ein Erdbeben. Und gute Attacken sind in dieser Gen noch richtig was wert. Oh ja. Und Erdbeben möge ist das, was. Möge ja, das Slimog in einer Erdspalte versinken. Da kommt dann ein Komprimator. Ich fand das immer so dumm, das ist aus wie so ein ganz kleines Haus vom Nikolaus, ne? Das ja, ist so. Ich würde. Ja. Einmal rein in den Lachs und weg ist das Vieh. Volltreffer! Ja, ich liebe den Schnitzer. Ja, 12,5%ige Crit-Chance. Wobei das in der ersten Gen sogar noch extremer war, ne? Da hing's von der Init-Base ab, ja. Alles, was ab Init-Base 64 hat damit zu 99,6% gekrittet. Ja, und es war schon geil. Die Crit-Chance von erhöhten Crit-Attacken war nämlich Init-Base geteilt durch 64. Okay. Was will er denn jetzt eigentlich reinschicken? Ich hau einfach mal Jenny rein mit Elektro. Achso, X-Bart kommt. Genau. Okay. Ist, glaube ich, schon sein letztes, ne? Ich weiß nicht, ob er dann noch eins hat. Ich meine, das war jetzt das letzte. Ich meine, er ist ja auch das letzte, aber ich meine, es war so. Donnerschlag! Und
dass schneller. Der langsamer ist, das verwundert mich jetzt wirklich. Das ist echt peinlich. Wobei, ich glaube, ich weiß wieso. Ich glaube, Jenny hat eine Flinkklaue. Aber da müsste doch unten stehen, dass das die Flinkklaue greift. Das wird hier noch nicht angezeigt. Echt nicht? Nee. Okay. Das passiert dann einfach manchmal. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich meine zumindest, dass Fliegi seiner Jenny irgendwann mal eine Flinkklaue gegeben hat. Okay. Müssen wir mal nachschauen. Ich weiß es nicht mehr. Es ist urlang her. Das LP läuft ja auch schon wieder eine halbe Ewigkeit. Ja, und da wir den Blödmann jetzt umgelümmelt haben, können wir jetzt nachgucken. Ah, du hast dich als würdig erwiesen. Wir kriegen einen Haufen Kohle. Ja, lies doch vor. Ich habe alle meine Register gezogen. Alles war umsonst. Ich muss meine Fertigkeiten verbessern. Und am besten eine ganze Teamkonstellation. Ja. Betritt den nächsten Raum und stelle dein Können unter Beweis. Laber keinen Scheiß. So. Als nächstes kommt der gute alte Bruno. Bruno. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob er mit Onyx oder mit Capoeira anfängt, aber ich kann ja mal schnell cheaten und nachschauen. Ja. Müsste hier nicht irgendwo angezeigt werden? Yo, Flinkklaue. Ich wusste es. Dann hat er aber sehr aufwärts gegriffen, muss man mal sagen. Ja. Ich bin begeistert. Was haben wir denn hier beim... Abgenesung. Ja, okay. Wir haben ein Capoeira, ein Nocturne, ein Kikli, ein Onyx und ein Machomai. Also er fängt mit Capoeira an. Mhm. Mit Capilio. Das heißt, wir sind mit wahlweise Esther oder Fliegi gut bedient. Ja, dann würde ich mal sagen, begrüßen wir ihn ganz sacht. Halt, warte, falscher Knopf. Ja, geh wieder raus da. Ich wollte, tauscht. Begrüßen wir ganz sacht mit Fliegi. Ja, da hat seine stärkste Attacke nicht mehr wirklich Wirkung. Das ist doch perfekt. Deine stärkste Attacke ist Schaufler. Ach du Heiliger. Nicht mal Erdbeben? Das ist aber echt schwach. Ja, Ruckzuckhieb, Schaufler, Scanner, Verfolgung. Verfolgen ist das Einzige, was da halbwegs gefährlich wird. Und falls wir austauschen. Ja, und ich will mal sagen, Verfolgung ist hier auch noch speziell. Ja, noch besser, hey! Bei Capoeiras Spezialangriff ist das, wird das auch nicht sonderlich wehtun. Da ist der Ruckzuckhieb, glaube ich, echt noch das Gefährlichste. Boah, da müssen wir aufpassen. Der macht uns fertig. Der macht uns kalt. Da würde ich aber mal sagen, das machen wir im nächsten Part, wenn du spielst, ne? Ja, das können wir machen. Weil wir sind jetzt bei gut, ja, sagen wir mal 22 Minuten ungefähr. Ist eine vernünftige Partlänge. Jo. Jo. Ne? Da würde ich mal sagen, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn Kilian das Steuer übernimmt. Das machen wir auch noch zusammen. Und... bis wir mit der Top 4 fertig sind. Genau. Mal gucken, ob wir die Top 4 dann in deinem Part fertig kriegen. Also den... möchte gern Hyperchamp oder ob ich den machen muss? Ja, also es kommt darauf an, wie lange ich jetzt für die nächsten zwei Heinis brauche, weil erfahrungsgemäß dauert Melanie eine halbe Ewigkeit, weil die mit ihrem Nachtara erstmal Doppelteam spammt. Ja, KI und so. Wir werden es sehen. So, noch irgendwelche abschließenden Worte? Haut rein! Tüdelü!